Willkommen zum nächsten Video. In diesem Video geht es in eine weitere Übung. Wir werden jetzt einen Grundriss in 2D zeichnen. Klar, langfristig gesehen werden Sie sehr viel im 3D modellieren, aber dass Sie die Grundprinzipien vom 2D nochmal lernen, werden wir jetzt hier ein bisschen an einem Grundriss rumzeichnen. Okay, wir wechseln einmal auf unsere Oberfläche und diese Tischgruppe, die kennen Sie ja. Jetzt ist diese Zeichnung ja abgeschlossen und wir wollen eine neue Zeichnung erstellen. Was machen wir dazu? Das heißt, wir wechseln das allererste Mal das Teilbild. Das haben wir schon mal in den ersten Videos mal kurz angedeutet. Und zwar, das passiert hier oben über den Befehl projektbezogen öffnen. Das ist quasi die Bauwerkstruktur, in die wir wechseln wollen. Entweder oben links oder einfach mit einem Doppelklick links in eine freie Fläche. Ich gehe jetzt hier oben mal über die Titelleiste projektbezogen öffnen und beim allerersten Mal, wenn Sie also ein neues Projekt anlegen und hier auf projektbezogen öffnen oder in die Bauwerkstruktur wechseln, würde diese Abfrage kommen, in der Mitte, wie Sie diese Bauwerkstruktur anlegen wollen. Und da hatten wir gesagt, dass wir die eigenständig anlegen wollen. Deshalb kommt diese Abfrage nicht mehr. In dieser Bauwerkstruktur, wenn Sie ein neues, frisches Projekt starten, haben Sie einfach 10 Teilbilder, in denen Sie was zeichnen können. Ein Teilbild ist nichts anderes als ein leeres Blatt Papier, was ich an oder aus oder anschalten kann. Dieses Teilbild hat 3 verschiedene Anwahlmöglichkeiten. Einmal grau, gelb und rot. Rot bedeutet, also ich muss ein Teilbild, ich kann mehrere Teilbilder aktivieren, aber eins muss auf rot gestellt sein. Wenn wir nachher noch intensiver darauf eingehen, wenn wir mal dann ein 3D-Gebäude zeichnen. Aber für unsere Zwecke sagen wir rot zum Aktivieren. Gelb heißt, es ist zwar auch aktiv, aber bei gelb brauche ich noch ein weiteres Teilbild. Und grau bedeutet, rot brauche ich immer, weil sonst kann ich es nicht schließen. Grau bedeutet, ich aktiviere jetzt das zweite. Ich sehe es im Hintergrund. Also das Teilbild, was wir eben erstellt hatten, diese Tischgruppe ist grau im Hintergrund. Doppelklick links und ich komme wieder in die Bauwerkstruktur. Also linke Maustaste, Doppelklick oder oben über projektbezogen öffnen, Klick. Und dann komme ich auch in diese Struktur. Okay. Gelb bedeutet aktiv, es ist auch angeschaltet, aber ich zeichne auf dem roten Teilbild. Rot, weil es angewählt ist. Schauen, wie das aussieht. Das ist diese Variante hier. Bedeutet, wenn ich jetzt eine Linie mitnehme, ich packe die jetzt mal auf den Layer 1 wieder und zeichne hier einfach eine Linie und wechsle jetzt das Teilbild wieder, also mit Doppelklick links, sehe ich hier ab dem Moment, wo auf dem Teilbild was gezeichnet wird, hier diesen Strich und dieses Dreieck da drinnen. Das bedeutet, das Teilbild ist belegt. Also wenn ich jetzt die 1 ausschalte, Sie sehen, das war jetzt ursprünglich meine Zeichnung. Die 1 setzt komplett aus und ich sage schließen. Was passiert dann? Wird nur das Teilbild 2 angezeigt. Das sehe ich hier auch in der Titelleiste. Und das ist meine Zeichnung. Im Umkehrschluss, wenn ich die 2 ausschalte und aktiviere die 1, dann sehe ich nicht mehr das, was ich hier gerade gezeichnet hatte, sondern das liegt ja auf dem anderen Teilbild. Doppelklick links, um da wieder reinzugehen. Und hier genau das Gleiche. Ich könnte das Teilbild Nummer 2 auf passiv stellen, die 1 aktiv. Und dann sehe ich hier die Zeichnung im Hintergrund. Ich kann die Zeichnung fluchten, aber ich kann sie nicht verändern, nicht manipulieren und so weiter. Okay. Vielleicht dazu jetzt kurz, wenn ich jetzt ein Teilbild beschrifte, das machen wir jetzt hier bei der 1 zum Beispiel, da klicke ich erst einfach drauf, gibt mehrere Möglichkeiten. Entweder markiere ich die 1 und sage F2. F2 ist auch im Windows klassisch der Befehl zum Umbenennen. Wäre jetzt eine Möglichkeit. Die andere wäre Rechtsklick, also mit der rechten Maustaste einmal klicken und sagen Umbenennen.
Und eine weitere Variante, die ich persönlich am besten finde, da muss man aber ein bisschen reinkommen in diese Anwahl, ist, wenn ich die 1 markiere, das Teilbild markiere und dann einfach rechts daneben nochmal kurz mit der linken Maustaste klicke. Und dann kann ich auch direkt dort was reinschreiben. Und da sagen wir zum Beispiel einfach, dass unsere Tischgruppe, mit Enter bestätigen wir das Ganze. Und die 2 wird jetzt neu unser Grundriss. Das heißt, einmal Rechtsklick in dem Fall, umbenennen. Das wird unser Grundriss. Ja? Die 1 können wir ausschalten und wir aktivieren in dem Fall das Teilbild Nummer 2. Wir sagen schließen und die Zeichnung hier, die können wir einfach löschen. Die entferne ich einfach mal an der Stelle. Also, wir sind auf dem Teilbild Nummer 2. Und jetzt würden Sie normalerweise starten mit ja, Ihren Linien, mit Ihrem Entwurf, mit Ihrem Grundriss. Ja, aber das kann ja schon sein. Und normalerweise ist es so, dass Sie jetzt auch schon Entwürfe, Grundrisse, Skizzen, irgendwie schon was vorbereitet haben. Diesen Weg sparen wir uns jetzt. Ja, ich habe Ihnen eine sogenannte NDW vorbereitet. Was ist denn das? Ja, wie gesagt, das jetzt nur für die Schulungszwecke, ne, dieser Ablauf jetzt. Wir gehen auf das Alpen-Icon oben in der Titelleiste und dort sagen wir öffnen. Wir sagen öffnen, weil dieses Öffnen öffnet eine sogenannte NDW. Ja? Diese NDW ist Alpland-spezifisch bezogen, also jetzt nicht zu vergleichen mit einer DWG, DXF oder IFC, sondern ein reines Alpland-Format. Und diese Datei ist ein Grundriss 2D-Vorlage.ndw, können Sie herunterladen, ja. Der Link ist ja in diesen Schulungsvideos hinterlegt. Und nachdem Sie diese Datei runtergeladen haben, können Sie die jetzt anschließend öffnen. Das machen wir jetzt hier. Es kann sein, dass die bei Ihnen noch im Download-Ordner liegt. Schauen Sie, dass Sie die einfach auf dem Desktop meinetwegen gerade packen. Das ist am einfachsten. Okay, und diese NDW wollen wir jetzt hineinladen. Wir sagen öffnen. Was passiert? Es öffnet sich ein temporäres Fenster. Das kann ich ja ein bisschen auch verkleinern, dieses Fenster. Also an diesen Greifern oben links, oben rechts. Oben links, unten links und so weiter. Und diese NDW funktioniert wie ein Teilbild. Das heißt, auch mit dem mittleren Mausrad kann ich diese Datei hier hin und her verschieben. Und das sind letztendlich einfach nur Linien, die ich Ihnen hier hinterlegt habe. Das soll quasi einmal der Umriss unseres Projektes, beziehungsweise in dem Fall unseres Grundrisses sein. Ja? Stellen Sie sich vor, Sie arbeiten auch mit Partnerbüros und wollen Daten, also einzelne Teilbilder austauschen, da macht die NDW natürlich am meisten Sinn, weil sie dann immer ein Teilbild verschicken können. Wir wollen in dem Fall den gesamten Inhalt, das heißt, wir markieren einmal die ganzen Linien, ne, und gehen oben auf Bearbeiten, damit wir hier sagen können, kopieren. Ja. Wenn Sie diese Menüleiste nicht sehen, klicken Sie bitte hier einmal auf den kleinen schwarzen Pfeil. Ich mache es mal kurz aus, also es kann ja sein, dass es bei Ihnen noch aus ist. Dort bitte einmal Menüleiste einblenden und dann über Bearbeiten und Kopieren. Dann wird nämlich das, was ich markiert habe, kopiert. Es kann ja sein, dass Sie nur sagen, ich brauche nur diese Linien hier von dieser NDW. Dann kopieren Sie halt nur die. Wir brauchen für unsere Zwecke einmal alles. Dann sagen wir schließen. So. Und gehen jetzt wiederum auf Bearbeiten nochmal und sagen Einfügen an Originalposition. Das heißt, auch diese NDW hat einen Ursprung, wo sie gezeichnet wurde. Also in dem Weltkoordinatensystem, ja, XYZ, sind die Daten hinterlegt und ich sage, bitte einfügen. Das habe ich jetzt gemacht. Jetzt sehen Sie, jetzt passiert nichts. Ja? Ich spreche kurz auf die Kamera. Warum ist das so? Der Teil liegt jetzt wieder außerhalb Ihrer Zeichenfläche. Das wird Ihnen immer wieder im Laufe Ihrer Karriere passieren, dass Sie die Zeichnung nicht direkt sehen, ja, weil der Ursprung woanders ist und das, was ich auf meiner Zeichenfläche sehe, vielleicht auch schon verschoben wurde, weil ich mit der Maus rumgespielt habe. Da bitte nie erschrecken, also wenn Sie auf Importieren oder Einfügen gehen, schauen Sie bitte immer einmal im Grundriss nach. Was müssen Sie dafür tun? Eigentlich nichts anderes, außer zu sagen, ganzes Bild darstellen unten bei unserer Fenstersymbolleiste. Ne? Und dann sehen Sie auch, ist hier die Zeichnung. Und die lag einfach, ich will es mal demonstrieren, die lag einfach wieder außerhalb unseres Sichtfeldes. Und mit dem mittleren Mausrad kann ich es ja verschieben und hier wieder das ganze Bild darstellen. Okay,
Das soll jetzt der Umriss unseres Gebäudes sein letztendlich. Ja? Das habe ich immer vorbereitet und das meinte ich eben mit den Schritten, dass sie normalerweise schon was hätten. Also es kann ja auch sein, dass sie nur das hier jetzt auf dem Blatt Papier skizziert haben, ja, mit schon gewissen Maßketten, ja, oder mit gewissen Maßen. Ne? Nehmen wir mal jetzt die Linie hier zum Beispiel. Die haben sie jetzt vielleicht vorbereitet, 5,74 Meter, ja, haben sie schon, ja, händisch irgendwo eingetragen. Ne? Und deshalb haben wir es jetzt hier nur importiert. Okay, das soll unser Grundriss werden, ja. Und wir wollen an der Stelle eine monolithische Bauweise. Das bedeutet, wir haben nur eine Außenwand, die wir einmal jetzt hier mit einzeichnen. Und da will ich Ihnen zum Schluss dieses Videos einen Befehl zeigen. Und zwar ist das der Befehl in der Registerkarte konstruieren. Dort hier bei Parallel zu Element auf das Dropdown-Menü. Und dort nehmen Sie bitte den Befehl paralleler Linienzug. Den aktivieren wir einmal. Und sagen in der Dialogzeile, Anzahl Parallele bleibt 1. Wir kontrollieren aktuell mal kurz den Layer. Das ist eine Außenwand. Der Maßstab ist bitte bei 1 zu 100. Wir sagen aber, die 0,13 ist mir eigentlich ein bisschen zu schmal. Das ist bei einer Außenwand nicht sinnvoll. Wir lassen den mal kurz drin. Wir nehmen mal am besten alle Haken kurz raus, außer den Strich, der kann bleiben. Und wir hätten das gerne in 0,35 und in dem Blau wie hier ebenfalls. Ja? Also Stiftdicke 0,35, Blau und Konstruktion 0,1. So, und dann die Dialogzeile sagt Anzahl Parallelen 1. Das lassen wir so. Wir sagen einmal Enter bitte klicken, also oder bestätigen auf der Tastatur. Dann will er den Abstand haben. Wir nehmen hier eine 36,5er Außenwand, also 0,365. Wie Sie ja wissen, hatte ich ja gesagt, die 0 kann man theoretisch weglassen da unten in der Dialogzeile. Ja, das muss nicht 0 sein. Wenn ich mir eine Eingabe sparen will, sage ich einfach nur 0,365. Enter. Und dann will er eigentlich auch wissen, wo es losgeht. Wir fangen einfach oben links in der Ecke an. Klicken jetzt mit der Maustaste und können jetzt, wie Sie sehen, einen Parallelinienzug erstellen, der einen Abstand hat von 36,5 zu diesem Punkt hier. Ja? Und ich könnte jetzt noch sagen, will ich links rumgehen, ne, dann wäre es außen. Ja? Oder will ich rechts rumgehen, dann müsste ich hier innen drin auf der Innenseite, also quasi nach rechts rumlaufen. Links wäre quasi, wenn ich hier rumklicken möchte und dann so weitergehe. Okay, wir sagen einfach mal, wir lassen es auch mal links rum. Ja, ne, gehen wir auf rechts, das stört mich so ein bisschen. Gehen wir rechts rum und dann klicke ich einfach die Ecken an, immer weiter nur die Ecken anklicken und sehen, was passiert. Der Befehl bleibt offen und ich umfahre einfach nur kurz meine Ecken. Wichtig ist, zoomen Sie nicht weit raus und versuchen die Ecken anzuklicken, weil dann treffen Sie die eventuell nicht, sondern machen sich die Mühe, scrollen Sie schön nah ran und klicken ganz sauber die Ecken an. Mit dem Mausrad ruhig wieder hoch. Die Ecke anklicken. Hier ebenfalls wieder Mausrad. Ich schiebe die Zeichnung hoch. Die untere rechte Ecke. Jetzt zoome ich ein bisschen raus. Vielleicht die Ecke noch. Die hier. Die. Und den Schluss. Und mit Escape. Der Befehl ist noch offen. Mit Escape beende ich den Befehl. Und Sie sehen, wir haben hier einmal unsere Außenwand, ne, oder die Linien besser gesagt, mit 36,5 gezeichnet. Zur Kontrolle gehen wir bitte einmal auf das oder auf den Befehl Messen. Das ist das Dropdown-Menü und dort gehen wir auf Messen Strecke. Und einfach nur zur Korrekturgrade oder zur kurzen Kontrolle klicke ich mal auf diesen ersten Punkt hier. Na, er fragt erster Punkt, jetzt will er den zweiten Punkt haben. Und diesen zweiten Punkt fluchte ich einfach nur rüber. Das heißt, das kennen Sie ja, kurz auf diesem Punkt drüber schweben und dann nach rechts oder nach links fahren, in dem Fall nach rechts, bis er diese Spurlinie findet. Klick, 0,365. Ja? Wichtig ist, Sie müssen immer sehr sauber arbeiten. Also wenn jetzt hier 36,512 stehen würde, würde ich schon sagen, ist es falsch, wir müssen es neu zeichnen. Ja? Aber so zwei, drei Stichproben nochmal,
als Wiederholung messen Strecke. Er will in der Dialogzeile wissen, wo ist der erste Streckenpunkt. Ja, ich sage mal, das ist zum Beispiel jetzt der hier. Klick. Wo ist der zweite Streckenpunkt? Dann fluchte ich einfach diesen Punkt hier runter. Also nicht klicken, nur markieren, drüber schweben und hier runter scrollen. Klick. 36,5, das passt. Also habe ich hier jetzt eigentlich sauber meine Außenwände gezeichnet. Gut, so viel zum Import einer NDW und dem Befehl Paralleller Linienzug. Im nächsten Video geht es in dem Grundriss weiter. Bis dahin.